Freunde, und willkommen zurück zu einer wilden Runde Winterschloss bei Gasgasler Extreme. Wie heißt das Ding hier? Full Metal Zombie mit Full Metal Zombie, genau. Ja. Mit Private Bowler am Steuer hier. Und wie hieß der Sergeant? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Fun Gamer back in Zombie Killing Action hier. Ja, Winterschloss sieht so ein bisschen idyllisch aus. Idyllisch. Idyllisch, ja. Leichter Sprachfehler heute. Genau, sehr idyllisch hier. Aber ihr werdet sehen, hier geht's trotzdem fett zur Sache. Wir färben den Schnee gleich rot. Ja. Und, langer Rede, kurzer Sinn. Ja. Los geht's. Ne? Genau. Ah, Winterschloss, das Ding war auch ziemlich geil. Ja, echt, genau. Ich fand's nicht so cool. Mir hat am besten im Moment Desert Area oder wie das hieß gefallen. Die Wüste, ach, das. Hier müssen wir, ey, pass mal auf, hier müssen wir die Mitte verteidigen. Das ist eine andere Spielmodi, die wir jetzt gerade haben. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Ist so Capture the Flag mäßig. Ja, nee, aber jetzt wo du es sagst. Ja, okay. Aber hier tut sich nichts. Ja, die brauchen ein bisschen zur Mitte kommen. Aber ich wette auch drauf, dass wir hier abschmatzen bei dieser Verteidigungsnummer. Wir spielen hier auf einem Hardcore-Server, haben keine menschliche Gesellschaft und jede Menge Kombis gegen uns, natürlich schmatzen wir ab. Ja. Wir haben das Spiel hier, wie lange ist es her? Vor 2 Tagen schon mal gespielt? Also es, ja, ne? Vor 2 Tagen ist es her. Da hat mir richtig Spaß, da hat man nachher einen wahrscheinlich Amerikaner mit im Team und der hat das Spiel so abgefeiert mit dem Jungen, das hat richtig Spaß gemacht. Definitiv war das ein Army vom Slang her. Ja. Ja, schade, dass wir den nicht mit in der Aufnahme hatten, da war der Spaßfaktor doppelt so hoch. Ja, da hatten wir eine 45-Minuten-Partie und der hat sich ganz angefeuert und wir haben wirklich bis zur letzten Welle durchgehalten. Unser Team hat es zwar am Ende verloren, aber ja, am Spaß hat es nicht gemangelt. Nein, definitiv. Boah, fuck. Fuck, was geht jetzt hier? Komme. Ja, super. Wenn du kommst, dann ist das ja mein sicherer Tod. Hau hier ab. Oh, da ist er schon wieder, der Funny. Der macht's einen nicht leichter hier. Mein Gott, ich rutsche hier im Kadaver durch die Gegend. Alter, wie soll man das denn verteidigen hier? Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Da muss man wahrscheinlich wirklich schießen. Ah, Köter. Ich muss erstmal tanken. Was mich ja echt mal interessieren würde, aber ich traue mich nicht, das rauszufinden. Was ist, wenn der Sprit alle ist? Wird man nur langsam oder bleibt man tatsächlich stehen? Ich bin bisher immer nur langsam geworden. Aber das kann ja nicht das Ende vom Lied sein. Ja, wenn du stehen bleibst, ist die Runde vorbei. Ne? Wenn du es wirklich so weit treibst, dann ist es wahrscheinlich aus mit lustig. So, ich hoffe, ihr habt da alles im Griff, weil ich muss immer noch tanken. Wir haben ja gar nicht im Griff, würde ich mal behaupten. Ja. Ich komme, ich eile. Ah, ich habe keine Munition mehr, das ist eine Erklärung. Wenn mir nichts mehr kommt, egal wie wild ich auf den Knopf baller. Klingt relativ schlüssig, ja. ich bin gerade überlegen, haben wir 2 Flaggen? Nee, ne? Es ist nur eine. Nein, wir haben nur eine. So. Tank jetzt auch erstmal. Ja, im Moment. Oh, ey. Das Spiel könnte so schön sein, wäre der KI nicht am Start. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Nächste Wave kommt. Okay. Ich habe Sprit, jetzt brauche ich noch Munition. Ja, die ist hier vor Ort. Oder war zumindest eben hier. Jawohl, den haben wir mal schön weggesmashed. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die nicht vorher schon abfangen können hier. Ich habe immer noch keine Munition. Das läuft hier gerade nicht. Immer wenn ich da bin, ist er schon weg. Munition, Munition. Okay. Ja genau, das ist Sinn der Sache, die möglichst früh wegzusmashen. Ich meine, die Shotgun ist für diesen Level hier gar nicht so verkehrt. Nein, die ist super geil. Die ist ja, hatte ich dir auch das letzte Mal, als wir gespielt haben, ohne aufzunehmen, erzählt. Auch im Nahkampf gegen Gegner, der Burner. Ah, oh, scheiße. So. Fuck. I've got no fuel. Ich muss tanken. Ausgerechnet jetzt. Wo sind hier die Tanke? Boah, shit. Ja, ausgerechnet hier rennt so ein blöder Köter jetzt drin, ist ja klar. Boah, und ein Buffalo ist auch am Start, ey. Big Buffalo hier. Ihr seht, der macht mal richtig Schaden. Boah. Komm gar nicht zum Tanken hier, so viel Action ist hier, ey.
So, jetzt geht's ab. Auf zur Flagge. Ja, genau. Erstmal hier am Pfosten aufhängen. Okay, sieht doch gut aus. Haben wir doch alles im Griff hier bei der Flagge. Boah, ja, ja, der Büffel. Genau. Der Büffel ist back. Ja. Ach du Schande, ey. Von wegen, wir haben ja alles im Griff. Und Köder und alles. Ja, ja, hier ist gerade volles Programm. Ich heiz da auch nur noch rein. Ich fahr schießend in die Massen. Das Tag, wo der Büffel kommt. Ah, und legt mich auf die Seite. Ja, ich habe auch keine Muni mehr. Ja, aber das Problem hast du ja auch eben. Das heißt, ich muss alle... Ah, Munition. Sehr schön. Boah. Die roten Flammen an meinem Auto hätte ich mir echt sparen können. Man sieht sie eh nicht mehr. Ist jetzt alles rot, so im unteren Bereich. Ja, ich bin getankt. Ich habe Munition, aber meine Karre ist so gut wie hin. Ich muss noch ein bisschen länger auf der Tanke bleiben. Ja, das ist gut. Dann könnte ich das Ding jetzt mal hier in Ruhe lassen, weil ich muss auch tanken. Aber er repariert nichts mehr, okay. Oh Scheiße, hier ist ein Büffel. Ah, ich glaube, der Büffel kommt jetzt rüber zu euch. Ich tanke derweil. Doch, meine Karre repariert er noch. Aber waschen tut er sie nicht. Ja, meine Motorhaube fehlt zwar noch, aber damit kann ich leben. Gut, hier sieht es ja noch recht friedlich aus. Schnell noch Munitank. Ach, die neuen Waffen sind da. Richtig, und ich finde sie nicht. Ja. Das eine? Ja, das ist eine. So, Papa hat ein neues Spielzeug. Nein, du hast sie mir weggeschnappt. Ja, so wie das sein muss. Dieser Bastard. Aber egal. Repariert sieht deine Karre für mich ja nicht aus, aber... Die dicken mit der Keule. Ja, die dicken mit der Keule. Wo sind die denn? Wahrscheinlich auf dem Weg zur Base. Ach du Scheiße, ja hier ist alles auf dem Weg zur Base. Oh, ja, ja, ja. Ey, hier sind Pinguine. Ich hab Pinguin platt gefahren. Ja, das hab ich dir letztes Mal erzählt, dass wir gespielt haben. Ja? Kannst mal sehen, wie ich dir zuhöre, aber das hatten wir schon mal. Aber ich sehe hier keinen Fetten. Ich sehe die Ah, Punkte auf dem Radar sehe ich ihn, ja, ja. Der Mac heizt da vorne rum. Ja, ich heiz da nur noch rein. Okay, die ersten zwei Teamkollegen, nennen wir sie jetzt mal, die NPCs hier sind schon ausgenockt. Ja, ist ja auch wesentlich fieser eigentlich hier so, diese Variante. Boah! What the fuck? Ist das ein Büffel oder was, was mich da so bearbeitet? Scheiße, oder? Ja, ich bin auch kurz davor ausge... Ah, der Büffel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah! Ja, ich bin in der Mitte noch die Base am Verteidigen. Ja. Versuche ich, aber es werden immer mehr, die hinkommen. Ah, ja, hier geht gar nichts mehr. Alter! Boah, das Massen. Okay. Ich bin raus. Ja. Und du bist als letzter noch übrig. Okay. Nein, ich bin auch raus. Ich hab's gesehen. Ja, ich glaube aber, dass das mit dem Hardcore-Server zu tun hat. Ach was, wir können das einfach nicht. Ja, das auch. Das will ich ja gar nicht abstreiten, aber... Auf zu sammeln, drück bereit. Route 66. Waffe, Waffe, Waffe. Ja. Dann machen wir hier einen kurzen Break, würde ich sagen. Nein, ach, du bist schon fertig. Ja, das sind ja nur ja. Sekunden. Das kann für alle Weil, guck mal auf das Bild. Route 66, das ist die richtig geile Map von vorgestern. Mhm. Ah ja, alles klar. Das 45-Minuten-Spiel haben wir da gemacht, ne? Genau. Aber wir haben hier auch, glaube ich, Capture, ne? Da oben ist so ein kleines Symbol mit einer Burg drauf. Das heißt, wir müssen hier irgendeine Festung verteidigen. Ja. Solange es Zombies gibt, ist mir recht. Ja. Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass es wahrscheinlich keine Dreiviertelstunde dauern wird. Also, Leute, keine Panik. Das geht schneller hier. So. 3, 2, 1, go! Jawolle! Go! First wave. Ja, da vorne ist dieser Turm. Irgendwas leuchtet da hier. Ja, ja, genau. Wir müssen wieder das Ding hier verteidigen. Capture the flag. Okay. Da war der Verrückte schon, ihr habt ihn gesehen. Waffe wechseln hat allerdings nicht geklappt, wie es aussieht. Waffe wechseln? Die Shotgun? Ja, ich wollte ja... Ach so. Ja, 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 ich erinnere mich. Die Map hier finde ich so ultra gut. Die ist so fett. Die ist so fett.
Hier kann man wenigstens richtig querfeld einbraten. Ja, ja, querfeld ein, in alles rein, ohne zu gucken. Schrecklich. Frauen hier am Steuer. Ich wollte gerade sagen, ist so wie im normalen Leben, im wahren Leben hier. Boah, es wäre echt so schön hier ohne NPCs. Mein Gott. Und der mit dem Namen Funny Bone, der ist der schlimmste NPC hier. So, erstmal Sprit holen. Zack. So, wo ist denn überhaupt unsere Fahne da hinten? Scheint aber noch alles ruhig zu sein. Ja, ja, die ist relativ mittig. Bis die da sind, das dauert immer noch mit. So, die Hunde sind jetzt auch am Start. Oh, mein Sprit geht zur Neige. Oh, 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 sind das viele Hunde. Ja, Mist, ich würde euch das ja auch gerne mal aus dem Cockpit heraus zeigen, aber da muss ich irgendwie mal in der nächsten Spielpause ins Menü, um das erstmal einzustellen. Aber ich habe noch ein paar Tasten auf dem Joypad frei. Da kriegen wir hin. So. Ja. Ja, können wir ja auch mal wieder bringen hier in Perspektive. Zombies smashen. Ich fahre hier nur die Straße rauf und runter und immer mittendurch, Alter. Das fetzt. Das fetzt so richtig. Iha! Wow, das ist Mauer! Scheiße! Und da war wahrscheinlich ein Magnum. Das war ein Magnum, genau. So, jetzt machen wir hier auch mal die Nitro-Zündung im. Oh scheiße, ich muss tanken. Wo ist denn die Tanke? Ah, noch durchsmashen hier gerade. So, wo ist die Tankstelle, Mann? Da hinten. Ich hab meinen Sprit ja schon wieder verbraten. Ja, ich meine auch. Das ist der kleine Nachteil am Nitro. Ich komm zu dir. Ja, ja, ich sehe das. Ah, jetzt liegt der Nitro auf der Tankstelle. Jetzt bringt er einen Hund mit. Köter. Ich fasse es nicht. Er bringt einen Köter mit zum Tanken. Immer hier ein Abgang. Aber ich bin auch schon voll. Die Hunde lasse ich dir mal da. So. Und wieder auf die Route 66. Und dann geht das hier wieder volles Pfund weiter. Wir produzieren Zombie-Moves. Gibt keine mehr. Ja, dann sollte man erstmal die Augen offen halten nach neuen Waffen. Ah ja, jetzt wieder alles gut. Was? Ja, ja, jetzt sind wieder Zombies ohne Ende da. Achso, okay. Also die Shotgun kann ich dir für die Innenperspektive auch empfehlen. Hast wenigstens das Gefühl, dass du schießt. Smashen sogar. Also die Innenperspektive ist geil. Die ist nicht spielfördernd, aber geil. Für den eigenen Spaß. Wahrscheinlich jeder, der hier reingeschaut hat, schaltet jetzt ab, wenn es schlecht wird. Boah, die auch gerade. Die auch gerade? Okay. Ich bin gerade so einen kleinen Vorsprung hochgejagt. Also was ich lustig finde, wenn du auf die Tastatur kotzt, dann habe ich Spaß. Das fände ich super. Ich habe Kinder, meine Tastatur ist Schlimmeres gewöhnt. Ja. Hast du eine abwaschbare? Das war das Gute an den alten, ne? Die konntest du innenleben raus, ab in die Spülmaschine und dann waren die wie neu. Aber da waren die auch noch nicht LED beleuchtet. So. Richtig, und da bei mir ja alles blinkt und leuchtet hier. Jo, die Gatling ist am Start, ne? Ich denke, du hast es schon vernommen. Nein. Ah, ich liebe das Gerät. Uah, und die Büffel sind auch am Start. Die liebe ich weniger. Die tun nämlich weh. Ich gehe jetzt sogar in Bett. Das ist so geil mit der Schaffung. Ah! Der scheiß Büffel macht mich hier platt. Oh, jetzt gehe ich hier ganz langsam mit alle Zombies durch. Boah, scheiße. Ich gehe hier gleich durch. Gar kein Zombie. Ja. Was ist das denn? Ich bin weg. Ich bin raus. Leute, ihr könnt das Ganze jetzt nochmal hier aus der Funny Bone Perspektive schauen, weil 473 Punkte bis zum Wiedereinstieg, das halte ich für utopisch. Ah, das wird schon. Das wird schon. Leute, ich lock mich hier kurz aus. Wenn ich wieder reinkomme, dann, ja, sehen wir. Bis gleich. Läuft auch. So, bei mir auf dem Kanal, hallo zurück. Ich bin wieder am Start. Es war nicht der Funny. Ich weiß nicht. Aber wir sehen gerade oben links, wir haben einen neuen Mitspieler. Vielleicht wird der es ja auch richten hier für uns. Hola. Den Spanier, Quatsch, den Ami habe ich ja letztes Mal schwer verstanden. Mit dem Spanier könnte das noch schwerer werden. Ja, Spanisch hatte ich auch nicht. Da, oh nein, hier, mein Tod ist wieder da. Ein Büffel nach dem anderen. Ey, nicht, dass die mich hier schon wieder wegblätten direkt zum Start. Nach der Wiederbelebung. Die muss ich erstmal loswerden, die Jungs. So.
Oh Mann. Sag mal, hast du ein Vibration Pad? Ja, klar. Ja. Ja, halt es bitte nicht. Ich wundere mich. Das war nämlich auch das Geräusch, was ich eben hatte in der Aufnahme. Ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch nicht mehr um die Flagge gekümmert, sondern nur noch ums eigene Überleben. Das ist das Resultat. Wie sieht's denn zeitlich aus? Ich habe meine Folge geteilt, ich weiß gar nicht. Bei 16 Minuten und so schlecht wie wir sind, können wir locker noch in eine reinspringen. Würde ich mal fast so behaupten. Ja, los. Oh, Stufe 6 bin ich jetzt. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... So, ja, wir haben noch einen neuen Spieler, sehr schön. Einen weiteren menschlichen Mitspieler, Dogan. Dogan oder wie auch immer. Dogan, Mann, von der Highlander. Dogan von der Highlander? Ja, weißt du nicht, Dogan war doch der böse Highlander bei Highlander 1. Oder täusche ich mich total? Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich glaube sie erstmal spontan. Ich glaube, der hieß Dogan, aber ich bin mir nicht sicher. Egal, Dogan sei mit uns. Mal gucken, vielleicht rocken wir es in Zagreb jetzt hier mit ihm zusammen ein bisschen derber. Die Map ist mir auch gänzlich unbekannt. Nee, das ist, glaube ich, die wir vorhin schon mal gespielt haben. Ach so, vorhin, nee. Also für euch in der letzten Aufnahme. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Wir sind uns wieder einig, ihr hört's. Richtig. Wir sind einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja. Ja. Aber du hast ja die Mitkanal-Richtlinien unterschrieben und du weißt ja, im Zweifelsfall zählt mein Wort doppelt. Sowas hätte ich nicht unterschrieben. So. Man wartet gespannt aufs Bild, das kommt ja nicht. Warte auf Spieler. So, Digga. Na, und ist es dieselbe Map? One, go. Schau mal. Nee, sieht anders aus. Definitiv. Richtig. Aber wir müssen hier schon wieder diese blöde Flagge verteidigen. Das finde ich persönlich nicht ganz so geil. Boah. Ja, ja, ist eine Capture the Flag-Folge hier. Ich hätte gerade fast schon wieder Kontakt oder den Erstkontakt zu Dogan aufgebaut hier. Aber der wäre nicht gut gelaufen. Der hätte mit Beulen im Auto geendet. Wir können gleich lernen, mit wem man jetzt zusammen spielt. Das lernt er doch früh genug. Boah, man kann hier auch alles plattfahren. Bäume, Bänke, Laternen, alles. Alles Mitspieler. Weg. Ah, nee, Laternen, die dicken hier gehen nicht. Da muss man dann doch einen Bogen drum machen. Ja, die haben den Betonkuchen. Haben jetzt auch schon Bitterföhn zu spüren bekommen. Den Funny kann ich auch nicht plattwalzen. Den Brunnen in der Mitte auch nicht. Was? Wo ist denn die Flagge? Jo. Ja. Ist aber schon wieder Ruhe da. Okay. Ja, ich glaube, ich muss auch erstmal... Nee, doch. Ich dachte, wir müssen tanken. Hab mich verguckt. Na Jungs, kommt ihr denn alle weg? Da, weiter geht's. Alter, ich bin hier in eine Hyperhorde gekommen oder so, ja, ey. Ich hab's gesehen. Sozusagen ist die Tankstelle hier in der Nähe, deswegen kann man da mit Nitro schon durchsmashen. Boah, fuck, die Köter. Die Base. Okay. Oh, da kommen aber Massen. Ich bin gerade in der Ecke, wo ich leider gar keine sehe. Die sind auch alle bei mir und bei unserer Base übrigens. Okay. Also beziehungsweise die stürmen gerade fleißig, die Base. Aber noch können wir sie aufhalten, noch sieht es gar nicht so schlecht aus. Ah, Panik. Ja, meistens gehe ich davon aus, dass das kontraproduktiv ist. Nee, sieht gut aus. Alles clean. Aber, genau, ich will schnell noch tanken, bevor es jetzt hier weitergeht. Ja. Da hinten ist auch eine Zapfsäule. Oh, mach voll die Karre. Hier, der Kollege, der Mitspieler, fährt auch dieses DeLorean-artige Auto. Sieht auch ganz cool aus. Ah, es gibt so geile Autos. Ich weiß auch gar nicht, haben wir die uns mit unseren Leveln erspielt oder womit haben wir uns die verdient? Ich weiß nicht. Ah, der Bulle, ich verarsche sauber gerade in den Bullen rein. Und er nimmt mich schon wieder auf die Hörner. Hast du schon gesehen, gibt es hier irgendwo neue Weapons? Ich hätte gerne die Gatling, die Minigun. Der Bulle hat mich sowas von hier am Wickel. Ich glaube nicht, dass ich noch... Nein, ich bin nicht
1130 Punkte. Dann schalten wir mal auf den Mac und schauen ein bisschen zu. Wie hast du denn so viele Punkte hier geschafft? Die habe ich nicht geschafft, die habe ich gebraucht, um wieder einzukommen. Ach so, dach gerade schon. Ich bin auf 0 Punkte gefallen dadurch durch meinen Tod. Fuck, wir sind under attack. Schau mal, was der Dogen macht. Das Zugucken hier finde ich ganz nett gemacht. Ach, nee, das kann sieht, sogar, das kann sieht sogar optisch auch sehr gut aus. Die Perspektive wechseln, das ist ja cool. Ja, dann mach das schon mal. Da wird der Magnum hier veranstaltet. Ja, sieht gar nicht nett aus, wenn man innen drin ist und der Bulle kommt. Ja, keine Ahnung, ich sehe im Moment nicht so viel, muss ich ehrlich zugeben. Boah, ich komme hier auch nicht weg, weil kein Sprit. Kriegserklärung an den Bullen, ey. The base is heavily damaged. Ja. Ja, der du hast recht. Genau, Magnum ist auch heavily damaged. Die Base wird auch runtergehen. Ja gut, das ist ja 3000 Punkte übrigens, bis du wieder einstiegst. Ja, die werden wir wohl nicht mehr erleben. Nein, definitiv. Aber es ist gleich vorbei, das können wir noch ehrenhaft abwarten. Ja komm, eine kleine Sequenz, wie die Base hier in die Luft fliegt, schauen wir uns noch an. Das ist so eine schöne Sequenz, um die Folge hier zu beenden. Ich glaube, wir haben jetzt auch unsere Zeit erfüllt, unser Soll. Allemal. Allemal. Ja, komm, hau du ihn raus. Ja Leute, in dem Sinne, ne? Haut rein und bis die Nächte. Ciao.